Um Web-Sicherheitsrichtlinien in GFI Web Monitor 2015 einzurichten, klicken Sie unter dem Reiter Manage auf Policies. Im linken Navigationsbereich können Sie zwei Vorlagen für Sicherheitsrichtlinien auswählen: Security Scanning Policy with Download Window und Security Scanning Policy without Download Window. Erstellen Sie eine eigene Sicherheitsrichtlinie, indem Sie im linken Navigationsbereich auf Add Policy klicken und die Elemente File Types, Website und Exception per Drag and Drop in den rechten Fensterbereich ziehen. Wählen Sie rechts für das Element File Types alle Dateityp-Kategorien aus, die mit dieser Richtlinie gefiltert werden sollen. Klicken Sie abschließend auf Add to Policy. Fügen Sie einen einzelnen Dateityp hinzu, indem Sie im rechten Bereich unter File Types auf Files klicken und alle zu filternden Dateitypen auswählen. Klicken Sie abschließend auf Add to Policy. Sollen Dateien auch auf Viren überprüft werden, markieren Sie unter File Types das Kontrollkästchen AV Scanning. Sollen Benutzer über den Fortschritt von Downloads informiert werden, markieren Sie das Kontrollkästchen Download Progress Window. Um mit Hilfe der Richtlinie auch Website-Kategorien zu filtern, klicken Sie im rechten Bereich unter Websites auf das Listensymbol, um die entsprechenden Kategorien auszuwählen. Klicken Sie abschließend auf Add to Policy. Websites lassen sich zudem unter Berücksichtigung ihrer Reputation filtern. Sollen hingegen bestimmte Applikationen nicht gefiltert werden, klicken Sie im rechten Bereich unter Exceptions auf Applications und auf das Listensymbol, um einzelne Applikationen auszuwählen, die von der Richtlinie nicht berücksichtigt werden. Klicken Sie abschließend auf Add to Policy. Soll ein Administrator bei Verstößen gegen Richtlinien benachrichtigt werden, ziehen Sie das Element Administrator in den rechten Bereich. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Administrators und eine Benachrichtigung an, die bei Verstößen angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf Save.